Ajo, was geht von der Alkampfstadt für euch? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Famous 2. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben und es geht weiter mit der nächsten Mission. Wir haben neue Kräfte bekommen, wir brauchen nur noch zwei Scherben, um die Bestie zu zerstören. Warum macht sich ein reicher Sack wie Bertrand an so einem Ort die Schuhe schmutzig? Ich arbeite noch daran. Und wenn wir ihn dort abfangen? Nein, er taucht nie regelmäßig auf. Ich weiß, was er treibt. Ah, die Slut ist wieder am Start. Was geht ab? Hey, nix. Lass doch die Erwachsenen mal in Ruhe reden. Danke. Genau das meine ich. Bin ganz Ohr. Schieß los, nix. Okay. Na komm, hau raus. Was hast du zu sagen? Er hat aber noch andere Kräfte. Diese Sumpffreaks, das sind seine. Du meinst die Monster? Ja, das heißt schon was. Ich hab selbst gesehen. Zuerst sind sie wild. Dann arbeitet er eine Weile mit ihnen. Und dann hören sie plötzlich auf ihn. Krass. Was du meinst, ist, sie gehen eine Bindung ein mit ihm. Ja. Was, wie ein Bär und seine Jungen? Genau das meine ich. Ach was. Ach, der lacht sich kaputt, Digga. Aber das macht Sinn. Ja. Macht schon irgendwie Sinn. Woher weißt du? Woher weißt du überhaupt davon? Ich war selbst dort. Hab selbst ausprobiert. Ich hab sogar ein eigenes Monster. Ah, was du nicht sagst. Du meinst, du hast einen davon als dein eigenes Haustier? Nein, Baby. Wir wollten abhauen. Aber die Miliz hat davon erfahren. Er hat sich für mich geopfert. Wow. Das ist ja echt rührend. Aber wenn das wirklich wahr ist... Warte mal kurz. Nennst du mich eine Lügnerin? Es reicht. Wenn das Digga, die Weide sind total gelähmt, Alter. Cole, vielleicht sollten du und ich losziehen und Beweise sammeln. Wenn wir diese ganze Sache belegen können, können wir die komplette Stadt gegen Bertrand aufbringen. Und danach so viele Gefangene wie möglich befreien. Nein, Cole und ich werden zusammengehen. Du gibst mir Deckung und ich ziehe die Monster auf unsere Seite. Stell dir vor, was wir mit einer Armee von denen anrichten können, Cole. Ich muss darüber nachdenken. Jetzt müssen wir uns wieder entscheiden. Was machen wir, Digga? Na toll. Wählen Sie, helfen Sie Mixed Monster Armee. Was? Oder zusammen mit Kuro zusammen? Okay, gut. Wir arbeiten natürlich mit Kuro, ist ja klar. Ist ja klar. Weil die ist das Positivität und so. Ich frag mich aber, ob wir gegen Dings kämpfen müssen dann. Irgendwann später. Nein. Autsch. Das hat wehgetan. Nice. Entschuldigung. Das wird wieder. Wo ist der Unsinn? Nice. Okay, haben wir schon bereits. So. Dann beeilen wir uns mal und. Ah, guck mal, hier ist eine Scherbe. Komm, die nehme ich noch mit hier. Die nehme ich mit. So viel Zeit muss sein. So, die nehme ich mit. Dann nehme ich mir die auch hier oben mit. So, wunderbar. Top. Wundervoll. Einfach. Einfach prächtig. Ich brauche die Monster, Cole. Ein paar davon ändern die Lage für mich zum Guten. Wenn ich sie habe, wird Bertrand ein Kinderspiel. Tut mir leid, Liebes. Aber ich bin auf der Seite von... Madame Kuoni. Weil die wenigstens noch ein bisschen Hirn hat. Kuo, bist du bereit, Bertrand loszustellen? Ich muss noch die Antenne überbrücken. Das dauert länger als erwartet. Geh schon ohne mich. Ach, vergiss es. Ich warte. Nein. Wir haben keine Zeit. Es gibt Wachtürme auf dem Betriebshof. Ich habe eine Lücke für dich gefunden, aber es ist ein Umweg dorthin. Na, toll. Ganz toll. Wir müssen jetzt irgendwie versuchen, dahin zu kommen, ohne zu sterben. Nein! Komm, scheiß drauf, einfach Geronimo, einfach laufen, einfach. Oh, warte mal, muss ich jetzt die Dinger wieder füllen? Die Stromdinger. Mann, die halbe Stadt hat offenbar die Seuche. Gleich geschafft. So.
tun wir erstmal ein paar heilen. Ja, gerecken. Boah, wie viel schlucken die kleinen Wichser, Digga. Ist ja unnormal. Das ist ja wirklich unnormal, wie wir die sacken. Das ist ja Wahnsinn. Aber okay. Okay, okay, okay. Ich sehe da oben um eine Glasscherbe. Wo ist denn die Wichse? Auf der linken Seite. Ja, das sind jetzt wieder die seelische Dinge, die ich aktivieren muss, oder? Cole, du musst so schnell wie möglich dahin. Ich sollte mich doch anschleichen. Stimmt, aber ich habe die Wachen betäubt. So kannst du besser anschleichen. Ach, Ehrenfrau. Sie wachen bald auf. Hey, gute Arbeit, Kur. Ehrenfrau, die macht sich gut, Digga, als Conduit. Die ist ein Biest. Die Alte ist ein Biest. Ich bin drin. Gut. Sie haben Gefangene in so etwas wie einem Güterwaggon in deiner Nähe. Versuch ein Bild zu kriegen. Bitte! Ah, okay, verstehe. Gute Aufnahme. Aber wir brauchen mehr, um Betran zu erledigen. Dann kommen wir zurück und befreien sie alle. Na gut. Übrigens, deine Kräfte, sie fallen ganz schön auf. Habe ich bemerkt. Gut. Ich höre auf. Erstmal. Cole, die Wachen sind betäubt. Aber sie bemerken dich, wenn du zu nahe kommst. Ah, sie bemerken mich, wenn ich zu nahe komme. Na gut. Dann werde ich halt nicht nahe kommen. So. So. Hier nochmal ein schönes Bild. Ja, genau. Weiter so. Und da vorne ist nochmal auch gleich nochmal eins. Und dann haben wir die Scheiße. Hilfe wird kommen, Hilfe ist unterwegs. Wunderbar. Kaum zu glauben, dass das mal ein Mensch war. Und jetzt? Neuigkeiten. Bertrand ist da. Er ist auf dem Weg ins große Lager. Gut, vielleicht macht er dort die Monster. Und ich erwische ihn dann. Ah. Ach, davon ein Foto und Bertrand ist erledigt. Solche Lager haben meistens Oberlichter. Geh aufs Dach. Mach den aus. Bitte, Thomas. Also, wenn ich ihn sehen würde. Zielfeld nicht sichtbar, ich weiß. Kuo, du hattest recht. Ich kann Bertrand drinnen hören, aber nicht sehen. Schau dich weiter um. Du wirst ihn sicherlich irgendwie erwischen. Das ist eine gute Frage. Wo ist der Hurensohn? Der ist hier nirgendwo. Da. Ach, Bruder. Perfekt. Reicht doch. Mal sehen, ob's klappt. Ich hoffe es, sonst ist es nicht gut. Du hast Angst, nicht wahr? Ist okay. Mach dir nur keine Sorgen. Ich verstehe das. Aber du musst dich nicht fürchten. Aber setz dich doch. Genau. Gut. Okay. Dieser hässliche Wichser, guck den an, der sieht aus wie so ein mächtiger Zauberer. Oh mein Gott, wie ekelhaft. Was für ein Schwarzgesicht. Richtige Cockvisage. Die ist ja der Wahnsinn. Aber das sieht wirklich aus wie so ein Necromorph, Alter. Wirklich, ohne Spaß. Begeben Sie sich zum Lager aus und fotografieren Sie den Beitrag.
Okay, war's das? Ich glaube, wir haben, was wir wollten. Ich veröffentliche die Bilder gerade. Jetzt lernen die Leute den wahren Bertrand kennen. Sag ihm nichts, bis ich da bin. Schon jetzt laufen die Telefone heiß. Die halbe Stadt will unserer Sache dienen. Ich werde die Hölle entfesseln. Ja gut, aber schnell. Wir müssen an Bertrand ran, bevor... Er hat uns, glaube ich, gesehen. Ja, er hat uns gesehen. Bevor er entkommt. Der darf uns nicht entkommen, Digga. Die Friese ist so gay, Alter. Walla. Er sieht aus wie der letzte Gaylord. Oh nein. Nicht gut. Ah, wo ist er? Bertrand kann warten. Freien wir die Gefangenen. Okay, Jungs. Schnappt sie. So. Komm. Komm schon. Alter, wie lang geht das? Scheiße, es geht 50 Jahre, Digga. Okay, wir haben es aber. Weg mit euch. Nice. Komm, gerecken. Weg mit dir. Boah, Alter, was ein Schlag. Tschüss. So, jetzt mal hier hoch. Und jetzt... Komm, schneller. Nice. Sorry, Süße. Mein Plan war besser. Das hatten wir nicht vereinbart. Ich habe überhaupt nichts vereinbart. Frau Oberkorrekt hat mir gar nichts zu sagen. Frau Oberkorrekt. Meine Babys werden uns noch sehr nützen. Warte. Digga, die Alte hat echt einen Schaden, Alter. Ohne Spaß, die hat richtig einen Box. Und jetzt? Oh Gott. Entsiegen Sie den Fettsack. Ey, du Kartoffelbrei-Sohn. Ja, ne. Du fetter Huren. Du fetter Huren. Alter, leck mich doch am Zuckerguss. Nein, das war ein Gegner auch, Mann. Das habe ich nicht gesehen. Ey, lächerlich. Das ist wirklich lächerlich, hallo. Jetzt schluckt er wieder wie, keine Ahnung, Digga. Komm, zeig mir deine Fettfresse. Alter, willst du mich rollen? Hallo. Das ist nicht korrekt. Mann, verpiss dich. Alter, kannst du mal recken, Alter? Das Problem ist, die Stromnester sind ganz, ganz komisch verteilt. Ganz, ganz komisch. Ja, toll. Hat viel gebracht. Komm, zeig mir deine Fresse. Hallo. Was ist das für eine Wichser, Mann?
Komm, zeig mir deine Fresse. Nice. So ein Drecksvieh, Alter, ohne Spaß. So ein Kartoffelvieh. Na gut. Dann müssen wir jetzt hier die letzten Kollegen befreien. Erstmal hier hoch. So. Schön drücken, drücken, pressen, pressen. Wunderbar. Bitte, bitte, bitte. Perfekt. Aber mein Fett ist noch da draußen. Ach ja, da wird sich jeder in die Mauer kommen. Ach, Enttarnung Bertrands. Bertrands. Dauernd so. So, komm. Smack dich. Kommt auch. Gott, sieht das geil aus. Musst du selbst sehen. Beeil dich! Bin schon unterwegs. Schon unterwegs. Nice. Nice, nice, nice. Alter, wie weit ist das weg? Wo ist denn die Seiche? Alter, ist auf der anderen Seite der Straße. Auf der anderen Seite der Straße wäre noch korrekt, aber... Das ist ja auf der anderen Seite der Stadt, Digga. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja widerlich, Alter. Na gut. Ah, nein. Geh nach oben, wunderbar. Jetzt hier rüber. So, auf die Mission scheißen wir. Batz. Geil, Alter. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich natürlich nicht. Ah, cool, ich kann damit. Ach so, ich kann damit rumdingensen. Na gut. Gut zu wissen. Okay, jetzt, wir müssen ja über die Dings. Wir müssen jetzt wieder über die, du weißt schon wo. Wieder zurück in die Stadt. Um dort die Mission zu erfüllen. Da bin ich auch gespannt, du. Da bin ich auch richtig gespannt. So. Das war sehr gut. Kein Problem. Kein Problem. So. Rauf hier. Und jetzt schön auf den Dingern surfen. Auf ganz entspannter Basis. Und da vorne ist auch schon die tolle Mission. Die wird's natürlich auch direkt starten, wenn da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Lust auf eine Spritztour? Schauen, was die Spionage bei der Miliz gebracht hat? Komm schon, Mann. Die Bestie ist fast hier. Wir haben keine Zeit dafür. Da liegst du falsch, mein Freund. Ich habe einen todsicheren Weg gefunden, die Bestie zu besiegen. Mach dich mal nützlich. Nimm die Teile da vorne weg. Wirst sehen. Was zur Hölle? Gewöhn dich an die Bombe, Mann! Wie der alte Bertrand. Er ließ sich von Wurf diese Taschenrakete bauen. Hol so eine Art Rückversicherung, falls etwas schief geht. Sehr schief geht. Ja, das glaube ich. Spring auf, los geht's! Wow, wow. Oh, jetzt muss ich das machen, oh Gott. Setzen wir die gegen die Bestie ein? Wir werden die ganze Stadt zerstören. Nicht, wenn wir ihn treffen, bevor er in New Marais ist. Ich habe das Zielsystem schon auf eine der Hafenkräne eingestellt. Wir müssen nur noch die Rakete aufstellen. Gut.
Ich mag große Explosionen. Ich auch, Mann! Oh Mann, jetzt müssen wir den Truck beschützen. Ich hasse solche Escort-Missionen. Das ist er! Wir haben noch Zeit. Ich halte die Straße frei. Ist das der Hurensohn? Weg damit. Ich stecke hier Prügel ein. Ey! Ey, das ist doch nicht wahr. Weg damit. Platz. Ey, das sieht nicht anders aus. Du Kelp. Hey Mann, schaff das Ding mal aus dem Weg. Entschuldigung. Warte. Hey, das ist so abfuck. Cole, du bist im Weg. Jetzt? Warte. Zurück! Ach du lieber Gott! Wir haben Level Up! Held! Eisrakete, Frostschild, Schmetterexplosion, boah! Nicer Scheiß! Ich kann nicht drumrum! Warte mal, du willst doch bestimmt? Jakob, spring auf, los geht's! So, Moment mal kurz. Wir haben 2000 Dings. Was ist das? Oha! Das ist cool. Umleitungsrakete? Das ist... Mashallah. Geil, okay, cool. Sieht doch das ganz cool aus. Nein. Was denn? Du willst doch dahin, oder nicht? Wir warten auf dich. Scheiße, das ist keine Brücke, sondern ein Schrotthaufen. Ich bin dran. Was? Warte mal. Da sind Kanonenschiffe! Was? Wollen sie etwa die ganze Stadt in die Luft sprengen? Komm, geh recken. Ihr hässlichen Hurens. Vollidioten, die schießen auf Dingens, Alter. Ey! Warte mal. Ich brauche ganz dringend. Erstmal. Das hier. Ganz dringend. So. Jetzt. Das hier einfach wegschieben. Nice. Nein, 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 nein. Mach dich weg. Alter, du willst mich doch... Du willst mich doch kaputt, ey. Du bist so ein Zigeuner. Ich hasse deine Mutter, Digga. Deine Mutter hat dich ausgeschissen, als du krank warst, du Bastard. Ach toll, jetzt die ganze Scheiße wieder von vorne, weil da so ein Hurensohn... Meint, da müsst ihr irgendwie, keine Ahnung, Digga, ein Falcon spielen, Alter, richtiger Basic.
sprengen? Weg damit. Cole, du bist im Weg. Nein, bin ich nicht, Sieg. Toll. Ich hasse es, wenn dieser fette Hurensohn. Alter, ich klatsch dich. Komm her, du Bastard. Komm her. Ich fick dich. Och, ich treff's nicht. Nein, was hab ich gemacht? Nein! Oh Gott, nein! Nicht runterfallen. Nimm doch. Hallo. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Danke. Holy moly Macaroli. So. Hey Mann, schaff das Ding mal aus dem Weg. Ja, bin dabei. Scheiße, Digga. Hast du keinen Bock? Weg hier bitte. Ich kann nicht drumherum. Ja, damit. Nein, falsch. Sieh dir die mal an. Ah, wenigstens schießen sie nicht auf uns. Komm, verpiss dich. Ey, nein. Weg, 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 weg. 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 Geh weg. Ey, du Hurensohn. Toll, ganz toll. Ich stecke hier Prügel ein. Na, was denkst du, ich, Habibi? Na, endlich. Fischkopf. Ziegenfisch. Ich weiß nicht wohin, Mann. Digga. Stirb, du Hurensohn. Ich fick deine Mutter. Digga. Alter. Oh ne. Du willst mich doch verarschen. Digga, willst du mich rollen? Na, endlich. Boah, ich krieg schon Juckreiz, Digga. Holy moly. Wieder versperrt. Kein Problem. Komm. Och, Cole. Nice. Ey, das ist jetzt nicht mal witzig, Digga. Dankeschön. Oh, ja, 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 ja. Geschafft. Ich stelle den Wagen bereit. Du kletterst schnellstens auf den Kran. Ich soll auf den Kran klettern? Ich habe das Zielsystem der Rakete installiert. Du musst das Ding damit zur Bestie lenken. Wer weiß, was wir sonst in die Luft jagen. Na toll, bloß keinen Druck. Das ist Pisswichse. Mit Saftsalat. Und Schmalztee. Okay, ich hab ihn.
Mal einfach ein Zielkreuz auf die Bestie und bleib am Abzug. Ach so, okay. Cole, Vorsicht! Durensohn! Kümmern wir uns erstmal um die Idioten. Wir haben nur einen Versuch, Mann. Du musst konstant auf das Ziel halten. Okay, dann die Deckung. Am besten irgendwas aus Blei. Hey. Hallo! Schnell jetzt! Die Bestie kommt näher! Mann, fick dich! Alter, du wirst mich doch rollen. Weg! Komm, verpiss dich, du und so. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Komm. Wo sind die Huns? Digga, du Hurensohn, ich fick dich. Es gibt nichts, kein Strom. Kein Strom. Ihr Hurens. Ihr hässlichen Kelps. Oh Gott, ich sehe nichts. Wo ist der Hurensohn? Ich muss jetzt hier wieder irgendwie hochklettern. Oh, wo kann ich jetzt wieder hoch, Digga? Warte. Nice. Komm. Ihr kleinen Pisswichser. So. So, hier rüber. Nein, 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 nein. Jetzt hier. Kann ich sie jetzt benutzen? Ach, das Geklettere, Digga. Geht nicht. Komm, gerecken. Jetzt. Digga, muss ich jetzt alle, muss ich jetzt alle diese Gegner töten. Er chillt einfach immer noch seine Eier. Was schluckt er, Digga? Stirb. Er lebt immer noch. Komm. Gottes Willen. So ein hässlicher Hurensohn, Bruder. Das gibt's doch nicht. Das ist doch widerlich, Alter. Willst du mich rellen? Was die teilweise suchen, das ist schon wirklich schlimm. So. Jetzt erstmal hier ganz auf entspannt nach oben. Auf ganz gechillt an und Weise. So, jetzt. Nice! Den hat's voll erwischt. Aber voll erwischt, Alter. Oh Mann, wir haben es geschafft. Sieht so aus. Digga, das fährt die ganze Stadt in die... Gewonnen. Sieg, wo zum Teufel bist du? Geht jetzt gleich da. Gut, wir sind hier. Zapfsäulen. Sieg! Oh Mann. Na, das ist nicht so schlimm.
Oh. Scheiße, Entschuldigung. Lass es nicht so schlimm. Putz. Ich wollte doch nur helfen, Bruder. Oh Mann, wir haben es geschafft. Sieht so aus. Oh Mann. Ah, das ist nicht so schlimm. Befreie mich einfach von dem Ding. Ja, ja, einen Moment. Ah, diese Schmerzen bringen mich noch um. Danke. Hey, Mann, ey! Wir haben ihn! Entschuldigung. Himmel, Sieg, du brauchst Hilfe. Erinnert mich an Empire City, als Kessler mir es gezeigt hat. Ich sollte es dir zeigen. Das macht keinen Unterschied. Hey, in meinem Zustand kann ich nicht nach Hause laufen. Bringst du mich zum Wagen? Hey, Moment. Ich schaff dir Platz. Was? Halten Sie? Ja. Nein, das kann nicht sein. Meine Güte. Er verschluckt eine Bombe? Und jetzt will er noch mehr? Wenn ich dich aufhalte, sterben wir beide. Hau ab, Mann! Lebe und kämpfe weiter. Halt die Klappe und komm mit. Wohin? Komm, Sieg. Mach keinen Scheiß. Sieht irgendwie instabil aus. So als würde er... Ja, stimmt. Wir müssen weiter. Na, toll. Ach, der Truck. Oh, nicht wie weg hier. Scheiße, ja, das Vieh hat jetzt richtig Bock. Das Vieh hat jetzt richtig Bock. Aber so richtig Bock, Digga. Und wir brauchen noch 2 Scherben. Um es endgültig zu vernichten. Die Beste ist die New Marais, Digga. Na toll, jetzt wird's eklig. Jetzt wird's eklig. Alter, wurde ein bisschen geparkt, Digga. Richtiger Bossfahrer. Kalte Schulter 3, verletztes Ziel. Ach, scheiße. Warte mal, wir haben jetzt hier Dings. Cole wirft eine Handvoll. Ja, genau das will ich haben. Sieg. Nice. Wo bist du? Ich hab Super Pyro bis nach Gasworks verfolgt, aber ich hab ihn verloren. Keine Sorge. Er taucht schon wieder auf. Bester Mann hat ihn verloren. So kennt man ihn. Der gute alte Sieg. So. Haben wir noch eine Scherbe? Komm, ein paar Missionen machen wir noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen Zeit haben wir auf jeden Fall. So. Die Hauptmission ist gleich vor der Tür eigentlich schon fast gesagt. Moment mal, werden wir immer weißer und weißer? Sieg, ich schalte den Strom in Gasworks ein. Okay, ich gebe dir Deckung. Auf dem Weg rein werden dich ein paar Eistypen belästigen. Vielleicht erledigst du die gleich mit. Ja, verstanden. Auch jetzt wieder die Seeische. Ach, cool. Das ist ja herzallerliebst, Alter. Wir geben einen heftigen Stromschlag ab. Mit dem können wir einfach diese Keks einfach braten. Das ist ja geil. Das ist ja wirklich heftig, so. Komm her, du Fischkopf. Alter, das ist ja voll der Wahnsinn. Jawoll, geil. Rösch geil, Alter. Rösch geil. So, jetzt müssen wir erstmal dahin. Das wird natürlich ein bisschen dauern. Alter, die Simpf hier kann man doch nicht leben, Mann. Was ist das? Puffmart. Okay, Digga. Da gibt's auf jeden Fall das eine oder andere schöne weibliche Spielzeug, wie es aussieht. So. Halleluja. Einfach ein großes Industriegebiet. Bertrands Schiff und Ölgeschäfte sind hier sehr bekannt.
Sehr schön. Warte. Batz. Komm, geh recken. Geht recken, Jungs. Nice. Die nehmen schon viel, Digga. Die nehmen schon viel. Die nehmen schon richtig viel. Scheiß mal auf die Scherben. Die nehmen wir gleich mal mit. Aber ich weiß gar nicht, wie viel das davon gibt. Auf jeden Fall verdammt viele. So, hier ist das Ding. Oh nee. Ach komm schon. Holy moly. Alter, was zur Hölle? Nice. Ey, du Wichser, Digga. Du bist so ein Hurensohn. Du bist ein verfickter Hurensohn. Du Hurensohn mit einer scheiß Shotgun. Du dummer Hurensohn. Solche ekligen Wichser. Alpha-Explosion, Haftgranate, okay. Der dreckigen Pisswichser. Ey. Mann, verpiss dich, Digga. Verpiss dich. Komm schon. Komm schon. Nice. Einer läuft. So, das nächste. Oh, wie ich das hasse. Ach, toll. Ey! Ich dachte schon, das wäre kaputt. Ich dachte schon, das wäre kaputt. Na gut, dann holen wir uns noch den Schwarztee. Und das ist auch nochmal ein Schwarztee. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Schwarztee, ne? Und wo ist jetzt Ding? Alter. Das ist ja der Wahnsinn, wie viele es von denen gibt hier. Nice, 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 nice. Okay, 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 okay. Hey, Sieg. Hier wimmelt es nur so von Eisconduits. Laut La Roche-Spionen kontrollieren sie fast den ganzen Bezirk. Sag mal, kommt der Trend überhaupt? Okay, das ist der letzte Teil. Ich wurde ein paar Mal gesehen. Sogar wenn es brennt, hält er seine Geschäfte am Laufen. Sehr schön. Ich hatte gehofft, dass ich ihn treffe. Oh, Digga, ich schwitze, ne? Ich schwöre, ich schwitze richtig fett. Aber so richtig fett. So. Jetzt muss ich das verteidigen, ja, geil. Aber die nehmen so viel, das ist nicht mehr normal. Und verpiss dich, Digga.
Marsch! Weg! Digga, was wollt ihr hier, Digga? Digga, was macht die? Was machen die alle hier, Digga? Ja, Bruder! Bruder, wie viele sind da, Digga? Ganz China ist auf einem scheiß Plattform, Digga! Hallo? Alter, deine Mutter ist ein Hurensohn. Ja, die ganz China ist. Mann, verpisst euch. Weg. 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 Hey, verpiss dich. Komm, mach es schneller, jo. Danke. Holy moly, Macaroli, Alter. Boah, ja, ja. Ist auch nochmal ein paar Schwarztees. So. Nice. Alter, wie viele von denen? Jawohl. Easy. Jetzt das doch aktivieren. Und dann haben wir die Seeschalter. Der ist wirklich bäh. Ich mag die Mission nicht. Ich finde die total behindert. Komisch, dass er verschwunden ist. Oh, er wird schon auftauchen. Es gibt noch keine Berichte über Strahlung von unserer Rakete. Sie ist wohl weit außerhalb der Stadt explodiert. Na, wenigstens das. Hier gibt's ja kein Dings. Alter. Mein Gott, Digga. Erstmal dahin zu kommen wird ein Abfuck, Digga. Dahin zu kommen wird ein purer Abfuck. Du hast recht, was das Verschwinden der Bestie angeht. Komisch, dass er verschwunden ist. Oh, er wird schon auftauchen. Es gibt noch keine Berichte über Strahlung von unserer Rakete. Alter, das ist so wie aus hier auf Japan, Digga. Türkei, Mann. Das ist in China, die Scheiße. Du willst mich doch verkackern. Ah, wir haben schon wieder 12 Stück. Jetzt haben wir 12. Alter, das ist aber wirklich, das ist aber wirklich weit hier, ey. Das ist aber richtig weit. Das ist ja weiter als weit hier. Aber okay. Na gut. Hammer's. Oh, Scheiße. Mr. McGrath. Du, Anson. Wie gefällt Ihnen mein neues Sicherheitssystem? Schön, nicht wahr? Nichts Besonderes, aber es stoppt Ihre Blitze. Doch bei Kugeln sieht's anders aus. Das hätte ich Ihnen gar nicht zugetraut, Bertrand. Was wollen Sie? Ich weiß, wie der Hase läuft. Sehe, wie meine Autorität bröckelt, seit Sie aufgetaucht sind. Und jetzt ist die Bestie in New Marais.
Ich kann das Monster nicht allein aufhalten. Aber zusammen. Oh, zusammen. Da wären wir Helden. Oh. Verstehe. Das klingt ja echt spannend. Im Moment habe ich nur leider eine Befürchtung. Sobald Sie die Chance haben, fallen Sie mir in den Rücken. Hören Sie mir zu, Bertrand. Ich soll Ihre Stadt retten? Ich soll die Bestie töten? Lassen Sie mich hier raus und kommen Sie mir nicht in die Quere. Hätte ich nur dasselbe Vertrauen in Ihre Kräfte. Aber sind Sie nicht für mich, dann sind Sie gegen mich. Jungs! Es ist kein Platz für Sie in der Welt, Mr. McGrath. Ein Konduit, Freak, ohne Sinn für die natürliche Ordnung. Sie hätten meiner Mission helfen können. Gott hätte Ihnen für das verziehen, was Sie sind. Doch jetzt sind Sie nur noch bestimmt für die Verdammnis, die Sie so sehr verdienen. Alter. Alter. Gute Arbeit, Jungs. Wo ist hier Dings? Ja, du wirst mich doch rollen. Hey, cool. Wir brauchen jemand Hilfe. Ja, schnell. Wer ist das? Aha, Sieg. Sieg? Die schießt auf den Süchtling gar nicht, Digga. Der ist der King, der Junge. Der ist der King. Lass mich doch hier raus, Habibi. Ja, alles klar. Sieg Dunbar. Mann der Tag. Mist. Okay, wir kriegen dich hier raus. Keine Sorge. Alles okay? Ja. Ja. Hey, Sieg. Ich hab dich mies behandelt. Tut mir leid, Mann. Ich hab dir in Empire auch übel mitgespielt. Vergiss es, Mann. Nein. Du warst immer für mich da. Danke. Hey, ich nenne dich ja nicht Bruder, nur weil sie's cool anhört. Ich sollte abhauen. Die Miliz wird bald hier sein. Digga, meine Eier riechen nach Samenstöcke, Alter. Ich schwöre, Junge, ich schwitze unten rum, Alter, wie tanzverwild. Durch ihre Taten sind sie etwas heldenhafter geworden. Ja, das freut mich doch, Alter. So heldenhafter wie der Penis, Junge. Gut, 1700. Ist ja wirklich großartig. Hätte fast vergessen, warum ich zu dir wollte. Ein Bekannter in der Miliz meint, dass irgendwo in Bertrands Lagerhaus ein Explosionskern steckt. Sieh doch mal nach. Bertrands Lagerhaus. Erzwungene Conduits. Okay. Na gut. Okay, von da gehen wir aber in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder bei 54 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir werden uns dann in der nächsten Folge umgucken und versuchen, den zweitletzten Dings zu finden. Das Wix-Vieh ist schon da. Und wir müssen das auf jeden Fall bekämpfen. Na gut, Freunde. Das soll es mit dem Video gewesen sein. Bis dann, checkt die mit zum Fick die Juden. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein.